Und einmal habe ich ihn mit der Symphonischen Fantasie und Fuge von Reger, Opus 57, gehört. Das gilt so als vielleicht das schwierigste Orgelwerk Regers überhaupt. Und da muss ich sagen, bei ihm war es dermaßen gut, so überzeugend, so irgendwie leidenschaftlich, aber so, dass man trotzdem auch verstehen konnte. Etwas Durchempfundenes, was auch wirklich von ihm selbst kam. Eine Intensität, die von ihm selbst kam, die für mich absolut authentisch überzeugend wirkte. Das war wirklich beeindruckend. Der hatte so eine große Leidenschaft, der Harald. Also das war so... Ich hatte das Gefühl, mein Spiel war immer fragiler. Und ich meine auch, ich hätte viel, viel mehr Skrupel gehabt, schwere Stücke zu spielen. Also da haben mich meine Kollegen haben gesagt, ach komm, mal, üb das doch, das kannst du doch. Und Harald, der kam und spielte einfach diese schweren Sachen alle und aus dem Überfluss. Ein großes Vermögen, ja. Dabei sind seine Hände ja eigentlich zart, ne, wenn man sich die anschaut. Die sind gar nicht jetzt so groß und kräftig, also haben sie jedenfalls nicht den Eindruck, aber eine große musikalische Kraft. Ich weiß nicht mehr, wann es die Pfingstmessenaufnahme von Feller gab. Und ich weiß auch nicht mehr, wer sie produziert hat. Es war eine Kalik-Platte. Die Art, wie er das gespielt hat, das war für mich meisterhaft. Und in meinen Analysekursen oder Seminaren in der Hamburger Musikhochschule 15 Jahre lang, wenn es um Messiaen ging, mussten sie die Pfingstmesse, das Communio-Stück oder eines der Stücke, analysieren und haben als Tonmaterial dem Harald seine Aufführung gehabt. Und ganz großartig der Wind, dieses ungeheure Endstück, wo ich auch die technische Meisterschaft vom Harald bewundert habe. Ich habe oft erlebt, dass Werke, die Harald Feller spielt, differenzierter zu hören sind als bei anderen Interpreten. Und was mir sehr, sehr präsent ist, ist dieser auch gewisse Wagemut. Also lieber ein bisschen mehr an Ausdruck als ein bisschen mehr an technischer Sicherheit. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiges Charakteristikum, analytisch, natürlich, wissend, was in einem Stück wichtig ist und was ein Stück ausmacht, aber es dann im Moment mit voller Hingabe spielend. Ja, die Stücke vom, die sind eigentlich immer so, dass man so irgendwie total irgendwie gespannt und interessiert das aufnimmt. Es ist immer so ein bisschen ergreifend, finde ich. Es ergreift einen irgendwie. Man kann jetzt nicht sagen, weshalb, vielleicht weil er so drinsteckt. Thank you.
Also wenn ich an Harald denke, dann bemerke ich, das ist nicht nur der Musiker oder Wissenschaftler oder der, der etwas zu einer hohen Kunst führt, sondern es ist jemand, der auch sich für den Menschen interessiert und in den Menschen auch eine gewisse Art Hoffnung sieht, eine Hoffnung, dass der Mensch selbst schöpferisch sein kann und der Mensch ohne Musik nicht denkbar ist. Harald Feller ist 1951 als zweites von zwei Kindern in München geboren. In einer Stadt, in der sich nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs wieder erstes kulturelles Leben regte. Der Vater war vom Beruf Lehrer, er spielte Geige, Bratsche und Klavier und die Mutter war interessierte Förderin der Musik. Regelmäßig wurde im Elternhaus in München-Schwabing mit Musikabenden die Kammermusik der Klassik und Romantik gepflegt. So verwundert es nicht, dass das an diesen Abenden beteiligte Klavier schon sehr früh das Interesse des jungen Harald erregte. Dennoch dauerte es noch einige Zeit, bis die Eltern dem Drängen des jungen Kindes nach einem geregelten Klavierunterricht nachgaben und ihn am Münchner Waltershausen-Seminar anmeldeten. Als der Schulwechsel zum musischen Pestalozzi-Gymnasium anstand, bot sich die Gelegenheit, zusätzlich das Fach Orgel bei Maximilian Köchel zu belegen. Maximilian Köchel war Organist an der Maria-Hilf-Kirche in der Au und bemerkenswerter Förderer der Musik. Und das nächste war, dann habe ich mit 12 wieder ans Orgelspielen angefangen. Das war meine erste selbstständige Entscheidung, die ich nicht abgesprochen hatte mit meinen Eltern. Da kam einer rein und sagte, es gibt Wahlunterricht, das Orgel. Und ich habe gesagt, Orgel. Also ob ich schon gewusst hätte, dass Orgel wichtig ist. Also das war überraschend, fand ich, dass man sich als Kind mit 11 oder 12, dass man sich für Orgel entscheidet. Allerdings hatte ich ein Bild schon. Ich hatte einen Onkel, der war Organist und wir haben den immer getroffen im Urlaub am Chiemsee. Und der hat am Sonntag dann gespielt und ich als Bub stand ich dann hinten und habe ihm zugeschaut. Also es mag sein, dass das eine Rolle spielt dann, dass man so einen Eindruck einfach hat. Ein weiterer Lehrer an diesem Gymnasium war Kurt Suttner, der damals auch den Schulchor leitete, aus dem dann später der Vianova-Chor hervorgegangen ist. Kurt Suttner schreibt in einem Brief über Harald Feller: Er war einer meiner ersten Schüler am Pestalozzi-Gymnasium, bei dem sich sehr früh herausstellte, dass er ein hervorragender Musiker werden sollte. Dabei war er nicht nur Pianist und bald auch Organist, sondern ein sehr begabter Sänger mit einer wundervollen Stimmveranlagung zum tiefen Bass. Im Laufe der Jahre wuchs Harald Fellers Liebe zu diesem Instrument so sehr, dass er nicht selten tagelang mit Orgelspiel verbrachte, soweit es die von ihm als lästig empfundene Schulzeit zuließ. Nach ersten öffentlichen Auftritten stand aber schon sehr bald fest, dass er die Musik zu seinem Beruf machen wollte. Und dann wollte ich wollte eigentlich zum Karl Richter, weil der so berühmt war. Ich wollte gar nicht zum Lerndorfer. Und dann hat mein Lehrer gesagt, jetzt gehe ich mit dir ins Orgelkonzert von Franz Lerndorfer. Und dann sind wir ins Orgelkonzert gegangen. Der kannte den, der war ein Studienkollege. Und dann hat er die Morgensternfantasie von Reger hat er dabei gehabt, mein Lehrer. Und dann haben wir mitgelesen, wie der die Morgensternfantasie. Und da war ich natürlich total begeistert und war keine Rede mehr von Karl Richter. Dann wollte ich nur mehr zu dem. Was sicher eine richtige Entscheidung war. 1970
Ein Jahr vor seinem Abitur wurde Harald Feller als Jungstudierender in die Orgelklasse von Franz Lerndorfer aufgenommen. Professor Franz Lerndorfer war ein gesuchter Lehrer, der aufgrund seiner außergewöhnlichen Musikalität und seines originellen Improvisationsstils großes Ansehen genoss. Harald Feller schreibt in seiner Biografie: Ihm verdanke ich besonders die Erfahrung, dass musikalisches Tun bei aller Notwendigkeit des Reflektierens und Wissens letztlich der Tiefe der eigenen Seele entspringt. Seine oft genialische musikalische Intuition prägte mein damals stark nach subjektivem Ausdruck drängendes Musizieren. Ich glaube, es gibt keinen Lehrer, der so viele Hochschullehrer hervorgebracht hat wie Lerndorfer. Und er hat jedes ganz anders. Also wenn ich mich vergleiche mit meinen Kollegen, mit meinen Studienkollegen oder die früher studiert haben, da ist nicht viel gemeinsam. Und das ist auch eine Qualität, dass er letztlich doch jeder seinen Weg gelassen hat. Aber er hätte gern seine Schüler alle behalten. Er hat sie so geliebt. Und das geht halt nicht. Harald Feller setzte sich im Studium mit den Orgelwerken Johann Sebastian Bachs und mit der Musik des 19. und frühen 20. Jahrhunderts auseinander. Er studierte die großen Orgelwerke von Mendelssohn, Liszt und Reger, daneben lokale zeitgenössische Komponisten wie beispielsweise Karl Höller und Günter Bialas, zu denen er meist auch einen persönlichen, menschlichen Kontakt pflegte. Eine besondere Beziehung entstand in dieser Zeit zur französischen Orgelmusik. Neben César Franck, Marcel Dupré und Louis Vierne faszinierte ihn zunehmend die Musik von Jean Alain und ganz besonders von Olivier Messiaen. Diese impressionistische Klanglichkeit, wie es zum Beispiel Karl Höller schon hatte in seinen Orgelwerken, das hat mir immer sehr gefallen. Immer dieses Farbige, was die französische Musik hat. Und was die Musik hat, das, die Eleganz. Die ist nie so, die deutsche Musik ist ja oft so polyphon, doppelter Kontrapunkt, kompliziert. Und dann hat die französische Musik noch etwas, diesen Exotismus. Das kommt durch die Weltausstellungen. Die hatten alle 4 Jahre eine Weltausstellung und die Künstler haben dann aus Bangladesch, aus entfernten Kulturen, haben die Musik gehört, zum ersten Mal gehört und war natürlich unglaublich beeindruckt. Das war bei Debussy auch schon. Und das ist etwas, was diese Komponisten sich sehr originell sich weiterentwickeln ließ. Messiaen hat ja nicht nur diese exotischen Dinge, Gamelan gekannt, das No-Theater gekannt und die indische Musik mit den verschiedenen Rhythmen, die Modi, die griechischen Modi und dann die Geschwindigkeit der Planeten oder die Geschwindigkeit der Atome, also das Ganze, was das Leben ausmacht, das ist alles in einem einzigartigen, authentischen und originellen Werk eigentlich vorhanden. Und wenn ich 3 Takte Messiaen höre, weiß ich, das ist Messiaen.
Aber er hat mich jetzt nicht in der Weise beeinflusst, dass ich sage, ich komponiere jetzt so wie er. Weil das ist gefährlich, weil der Messiaen so unverkennbar ist. Wenn man da die Dinge genauso macht wie er, dann klingt es einfach nach Messiaen. Also wenn ich diesen zweiten Modus in dieser Weise harmonisiert, wie er harmonisiert wird, das klingt einfach nach Messiaen. Und dann bleibt man einfach gefangen in dem Vorbild. Und wenn man gefangen im Vorbild ist, immer schlecht. Das sieht man bei Krebs. Der Krebs, der hat den Bach ja, also man kann sozusagen wirklich nachgeahmt. Aber die Werke von Bach sind einfach besser wie Krebs. Und jetzt hat Krebs was geschrieben, was man nicht so gern spielt, weil es bei Bach so ähnlich gibt, aber besser. Und das ist die Gefährdung. Ich glaube, es ist wichtig, dass man doch trotzdem die Distanz hat zum Vorbild. Aber ich habe sehr gern Messiaen gespielt, habe auch viel gespielt. Ein herzlicher Kontakt entstand auch zu dem französischen Komponisten Jean Francais anlässlich eines Konzertes in Paris, bei dem Harald Feller dessen berühmtes Insektarium auf dem Cembalo spielte. Francais, der ganz unerwartet zu dem Konzert erschien, war begeistert von dem Vortrag und schrieb ihm spontan eine Widmung in die Noten. Pour mon cher interprète, le professeur Harald Feller, qui a joué cet insectarium avec une virtuosité et un esprit étourdissant. Für meinen lieben Interpreten, Professor Harald Feller, der dieses Insektarium mit schwindelerregender Virtuosität und Esprit spielte. Jean Francais, Mai 1989. 1972 begann Harald Feller zusätzlich das Studium der Kirchenmusik, das neben der Orgel auch Fächer wie Improvisation, Komposition, Chorleitung und Gesang enthielt. Komposition studierte er bei Robert Helmschrott und Chorleitung bei Max Frei. Nach dem Abschluss des Studiums in München mit Auszeichnung und der anschließenden Meisterklasse bei Franz Lehrendorfer führten ihn seine Studien nach Paris zu Marie-Claire Alain. Ermöglicht wurde ihm dies durch ein Stipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes. Insofern war für mich manche Kurse, die ich besucht habe, bei Taliavini, bei Ton Koopmann, waren für mich von Bedeutung, aber eben auch Marie-Claire Alain, die ja ganz anders unterrichtet hat wie Franz Lehrendorfer und ein ganz anderer Typ war. Ich fand da immer Parallelen, also das sind ja Elternstellvertreter, Lehrer sind Elternstellvertreter. Und mein Vater ist ein ganz sensibler, feiner, nicht sehr durchsetzungsfähiger Mensch gewesen. Und Lehrendorfer war auch so ein bisschen, das ist fein, sensibler Musiker, aber nicht so konfliktscheu ein bisschen auch. Und Marie-Claire Alain war eine richtig dominante, klare, kraftvolle Person, die hat gesagt, so geht das. Und das hat mich an meine Mutter erinnert. Also das war wie eine Fortsetzung meiner Eltern im Musikalischen war das. Und beides natürlich, wenn es in der richtigen Weise dosiert ist, von Vorteil. Gerade das ganz Fremde, weil da steht jetzt etwas, ich wäre ausgebildet, kriege eine ästhetische Vorlage und habe eine gewisse Vorstellung, wie das klingen muss. Jetzt kommt jemand, der mehr vom Verstand her kommt, nicht so sehr vom intuitiven Fühlen. Das klingt jetzt ganz anders. Und wie ich noch zu Hause mir die Marie-Claire Alain angehört habe, auf Tonträger, da hat mir das gar nicht gefallen, weil ich eben so geprägt war. Ich war geprägt von dieser Art des Spielens. Und jetzt war ich aber in Paris, habe die Person gesehen, habe gesehen, wie die spielt und wie die entschlossen. Und dann hat mir das plötzlich gefallen. Und dann war ich total irritiert. Ich habe gesagt, mache ich jetzt so oder mache ich so? Beides irgendwie. Und dass mir beides gefällt. Ich war früher immer so, es gibt eine Wahrheit. Ein junger Mensch meint ja immer, es ist eine Wahrheit, alles andere geht nicht. Und dann musste ich meinen eigenen Weg. Da ging der eigene Weg los. Da kann man immer sagen, ich berufe mich auf das, was ich bei dem gelernt habe. Oder auf dem, was ich bei dem gelernt habe. Und ich glaube, dass man seine Lehre überwinden muss. Also alle Lehre überwinden. Das heißt nicht, dass man sie nicht wertschätzt, dass man sie, das, was man gelernt hat. Und es gibt ja wirklich manche Dinge, die man beibehalten hat. Also bestimmte interpretatorische Dinge, die sind so klar und überzeugend, die behält man dann auch. Aber generell muss man sich befreien
und einen eigenen Zugang finden und sein eigenes Ringen und erweitern mit verschiedenen Dingen, die man vorher nicht gekannt hat. In diesen 1,5 Jahren in Paris konnte er sein Repertoire erheblich erweitern. Er studierte unter anderem das Gesamtwerk von César Franck und Jean Alain, daneben die älteren Franzosen wie Couperin, Clérambeau und de Grigny. Und immer wieder Johann Sebastian Bach. Mit einem Prix d'Excellence und einem Konzert in Notre-Dame beendete er diese wertvolle Studienzeit. Ein seinem damaligen Lebensalter entspringender Ehrgeiz motivierte ihn, an verschiedenen nationalen und internationalen Orgelinterpretationswettbewerben teilzunehmen. Preise wie der Felix-Mottl-Preis München, der Felix-Mendelssohn-Preis Berlin und der Preis der Internationalen Orgelwochen in Nürnberg brachten ihm eine willkommene Bestätigung seines von Selbstzweifeln nicht immer freien Ringens um musikalische Inhalte. 1983 bescherten ihm seine letzten Wettbewerbserfolge der Improvisationspreis in Haarlem und der Grand Prix du Disque Liszt für seine erste Schallplatteneinspielung einen Ruf an die Münchner Musikhochschule als Professor für Orgel. Mit den 68ern entstand eine weltweite Aufbruchbewegung, die sich mit neuen Gesellschaftsformen, Spiritualität und fremden Kulturen beschäftigte. Buchläden eröffneten große Esoterikabteilungen, viele Künstler reisten nach Indien, lebten für eine Zeit in einem Ashram oder Zen-Kloster, beschäftigten sich mit orientalischer Musik, mit der Bhagavad Gita oder mit Meditation. Harald Fellers Musikerkollege seit Schulzeiten, Peter Michael Hamel, formulierte seine Erfahrungen des äußeren inneren Aufbruchs in seinem damals viel beachteten Buch Durch Musik zum Selbst und gründete die Gruppe Between, um seinen spirituellen Idealen künstlerischen Ausdruck zu verleihen. Der Jazzmusiker und Musikjournalist Joachim Ernst Behrendt propagierte mit seinem Buch Nada Brahma den interkulturellen Dialog. Diese Bewegungen gingen an Harald Feller nicht spurlos vorüber. Auch er beschäftigte sich mit fernöstlicher Musik, mit verschiedenen Weisheitslehren, adaptierte manches, ohne sich jedoch selbst einer bestimmten Bewegung anzuschließen. Ja gut, ich habe auf einer gewissen Ebene, das war mit 29 was, da hatte ich doch ein einschneidendes Erlebnis in meinem Leben. Das ist der Tod meiner Freundin damals, die war ganz jung, ist die gestorben. Und das hat einen Paradigmenwechsel in meinem Leben ausgelöst. Plötzlich war ich irritiert und habe den Sinn plötzlich nicht mehr verstanden. Und da habe ich angefangen zu suchen. Also Literatur, ich habe ganz viel Dostoevsky gelesen, den fand ich ganz außerordentlich. Oder Tolstoi oder Hermann Hesse. Ich habe vorher nie so besonders viel gelesen, aber ich habe jetzt wirklich viel. Ich glaube, ich habe den ganzen Dostoevsky gelesen, also fast den ganzen. Und habe dann mich mit Psychologie beschäftigt, habe mich mit fernöstlicher Musik auch beschäftigt. Also das, und ich hatte immer die Idee, nach Indien zu fahren. Ich möchte nach Indien fahren. Und habe dann... zum Beispiel das Diptychon, das ist ein Stück, was den ersten Satz, Introversion heißt er, was so eine Vorstellung, meine Vorstellung, wie es indische Musik ist, so ist natürlich indische Musik nicht, aber so habe ich die Vorstellung gehabt. Und so habe ich es dann zum Ausdruck gebracht. Also so modal und nicht mehr so sehr einem Viervierteltakt unterworfen oder irgendeinem Takt unterworfen, sondern so ein frei schwebende.
habe dann auch alle möglichen Kurse gemacht. Die Kraft Dürkheim war so ein, oder Psychosymbolik bei einer Psychologin, oder über C.G. Jung habe ich mich beschäftigt. Ich habe mich über viele Dinge beschäftigt und das floss natürlich alles ein in meine kompositorische Arbeit. Also dieses Diptychon zum Beispiel, das hat dann Extroversion, das ist mehr so dieses nach außen gehen, dieses was der Mensch eben notwendigerweise machen muss. Er muss auf die Dinge zugehen, er muss kraftvoll sich mit was auseinandersetzen und etwas gestalten. Ich weiß auch von seiner persönlichen Lebensgeschichte, dass er mal eine Frau, die wahrscheinlich seine Frau gewesen wäre, verloren hat, wohl bis heute nicht weiß, unter welchen Umständen sie nicht mehr lebt. Ob es ein bewusst herbeigeführtes Zugunglück war oder ein passiertes. Da hat er uns öfters hier in Prien besucht. Und so tragisch das ist, so hat es für seine geistige Welt, glaube ich, eine Rolle gespielt, so dass er eben kein Papa mit Kindern wurde, sondern eher in einem höheren Sinne ein Einsiedler geworden ist. Und das ist mir trotz 5 Kindern doch sehr vertraut. Ich habe eine Einsiedelei ab und an. Aber der geistige Hintergrund und seine Liebesfähigkeit höre ich in seiner Kompositionen. Wenn er etwas vertont hat, muss nicht unbedingt immer nur Steiner sein, wie er Harmonik für sich selbst freitonal nutzt, das ist einmalig. Das ist, wie man sagt, hat einen Eigenton. Wie mal der Feldmann zu mir sagte, I loved your tone signature. Also etwas ganz Persönliches. Es passt nicht in den Avocat, der Markt hinein. Aber das ist schön, dass er hoffentlich noch lange komponieren wird. Und es ist vielleicht auch, das fällt mir jetzt noch ein, als Besonderheit, was ich jetzt an ihm feststelle, was ich sonst nicht bei Kollegen so oder Organisten so feststelle. Er ist als Person, man hat auch das Gefühl, er leidet an was. Also so eine, und ich, bei allem Humor, ne? Also da, aber das ist eben dieses auch so ein, oder er will was ergründen. Also es erforscht immer, untersucht und er macht es sich nicht einfach. So.
Das ist mir nicht, dass er leidet, sondern dass es sich nicht einfach macht. Weil ihm wahrscheinlich auch Fragen kommen, die schwer zu lösen sind. Und die Ich bin aber dann viel später, erst nach Indien, erst im Jahr 2000 bin ich dann mal nach Indien gefahren. Es war natürlich sehr schön, eine sehr große, tiefe Erfahrung, weil in einem Ashram, Fai Satya Sai Baba, ist eine bemerkenswerte Persönlichkeit, finde ich. Chidi Bidake hat ihn ja auch gekannt und hat ihn auch verehrt, glaube ich. Auf jeden Fall war das dann viel später. Aber meine Vorstellung, wie das ist oder wie sich das anfühlt, die geht weiter zurück. Die habe ich schon 20 Jahre zuvor dann entwickelt. Bei den Bären, Nada Brahma, da gab es dann so eine Meditation. Also diese Praktiken, das sind so, die würde ich heute nicht mehr unbedingt empfehlen oder selber vollziehen. Das ist so, man geht so in so ein mystisches, entferntes und verschwindet so mit dem Bewusstsein. Also das würde ich heute niemandem mehr empfehlen. Aber das war so ein bisschen die Richtung, die ich dann auch da kennengelernt habe. Und da habe ich dann so schwebende Stücke einfach komponiert, die ja trotz vielleicht, wenn ich die Praktiken jetzt heute nicht mehr empfehlenswert finde, dennoch hat das Stück für mich einen gewissen Wert, weil es schwebt einfach so drüber. Und es ist trotzdem irgendwie auch ein bisschen thematisch. Es ist doch irgendwie ein Gedanke noch drin. Für diese verstorbene Freundin hatte ich ein Stück mal komponiert. Poème funèbre heißt das. Ja, ursprünglich wollte ich Epitaph das nennen. Und zwar aus dem Grund, ich hatte, das ist schon viele Jahre, das war jetzt, dieses Erlebnis mit dieser Freundin war schon viele Jahre vorbei. Und ich, immer wenn ich dort an dem Ort bin, wo sie gestorben ist, da gehe ich halt ans Grab, gehe ich einfach ans Grab. Und ich habe das Grab nicht mehr gefunden, das war weg. Dann habe ich mir gedacht, das gibt's doch nicht. Und dann habe ich versucht, die Nummer von der Mutter rauszubringen und habe die angerufen und habe gesagt, wo denn das Grab sei. Dann sagte sie, ja, das habe ich aufgelöst, weil ich halte es nicht aus. Ich halte diesen Schmerz nicht aus. Ich will da auch nicht mehr hingehen.
dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich, wie ist es denn mit den Toten? Eigentlich ist die Erinnerung doch sehr wichtig. Und Epitaph heißt ja Grabinschrift. Und jetzt habe ich ein Stück gemacht und gesagt, gut, dann mache ich ein Grab, ein musikalisches Grab, eine Grabinschrift. Und habe das Epitaph genannt. Dann habe ich beim Verlag, beim Schott Verlag, habe ich das dann auch verlegen können. Plus der Leiter dieser Lektorengruppe, der hat mir gesagt, sie, Epitaph ist ganz schlecht. Das ist ganz schlecht verkäuflich. Dann habe ich gesagt, ja, lassen Sie sich einen anderen Titel einfallen. Und dann ist mir eingefallen, Poem Funèbre. Dann hat er gesagt, ja, das ist besser, nehmen wir das. Also so gehen die Titel oft. Aber eigentlich war es etwas anderes. Aber ich habe natürlich eine Widmung oder eine Erinnerung dort. Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt ist die Erinnerung da wieder. Weil ich glaube schon, dass das wesentlich ist, dass wir uns an die Toten erinnern einfach. Dass das eine Bedeutung hat, weil wir mit denen in Verbindung stehen. Und er schreibt selber, Harald Feller, dass das eben ein sehr persönliches Stück ist. Und das muss man vielleicht auch wissen, wenn man das hört. Die Akkorde, die gerade zu Beginn kommen, die nerven irgendwann, finde ich. Mhm. Ja, es schiebt sich immer weiter übermäßige Akkorde, die immer weiter gehen, immer intensiver werden. Und eben, ich glaube, es soll auch ein bisschen da eben Nerven oder Leid zum Ausdruck gebracht werden. Ein bisschen eine ausweglose Situation. Und es kommt dann zu einer Steigerung eben in diese Trauer hinein, würde ich mal so formulieren. Und dann aber am Schluss zu einem sehr schönen meditativen Abgesang, in dem auch wieder eben Gregorianik verwendet wird, in Paradisum. Mhm. Wo einfach in einer lichten Klangwelt dieses Stück endet. Und ja, genau, also das ist klar. Den Komponisten kenne ich am besten sozusagen, weil ich ihn ja jahrelang persönlich haben durfte als Lehrer. Und ja, das ist auch ein beeindruckendes Stück und trotzdem eine Herausforderung schon auch für den Hörer, für den Spieler. Ja. Für Harald Feller zählt das Unterrichten zu seinen schönsten und sinnerfüllendsten Tätigkeiten. Zahlreiche Musiker, die heute verantwortungsvolle Positionen in Hochschulen, Musikschulen oder Organistenstellen bekleiden, sind aus seiner Schule hervorgegangen. Und viele seiner Studenten fühlen sich nicht nur in ihrer musikalischen, sondern auch in ihrer menschlichen Entwicklung tief wahrgenommen und gefördert. Das ist ja interessant, gell? Die viele, wirklich ganz viele, fangen ja erst einmal an zu spielen. Also die setzen sich hin und spielen. Dann geht es natürlich nicht, dann
spielen sie die Stelle dreimal oder viermal und dann fangen sie wieder von vorne an und dann bleiben sie wieder hängen an der Stelle. Das habe ich ganz oft erlebt, dass überhaupt keine Idee da ist, wie man eigentlich arbeitet. Und dann muss man einfach so Stück für Stück sagen, jetzt spielst du mal erst, jetzt schaust du mal erst die richtigen Finger und dann spielst du mal die rechte Hand allein, vier Takte. Und dann schaust du, wenn es geht, wie ist denn die Dynamik in diesen vier Takten? Was ist denn da für ein Ausdruck drin in diesen vier Takten? Und dann machst du die andere Hand und dann versuchst du es einmal zusammen. Und dass man das so Stück für Stück diszipliniert, sozusagen da arbeitet und allmählich das Stück wächst. Und wenn sie es dann spielen können, dann ist wirklich die Freude groß. Das habe ich oft erlebt. Also ich hab schon Studenten gehabt, die habe ich 2 Jahre, war äußerst mühsam. Und ich habe immer gedacht, hoffentlich wird das nur was. Und plötzlich ging's. Und ich kann mich an eine Studentin erinnern, und die hat dann irgendwie, hat man so Reger-Stücke und sie spielt Reger und sagt, dann habe ich gesagt, macht Ihnen Spaß, oder? Und er sagt, ja. Das war dann wirklich schön, also weil die Freude einfach durch diese Bemühungen und diese Auseinandersetzung, dann so eine Freude an der Sache plötzlich entsteht. Und das ist wirklich etwas Sinnerfüllendes, weil der Mensch durch diese Auseinandersetzung sich entwickeln kann, an der Materie entwickeln kann und gleichzeitig er wirklich eine tiefe seelische Freude, das ist was anderes wie Emotion. Emotion ist, man ist himmelhoch jauchzend und dann im nächsten Moment wieder zu, aber diese Freude und diese seelische Wahrnehmung, die ist tiefer, weil die vertieft sie. Es wird tiefer und die wird nicht so, die wird wieder mal, ist ja mal ganz toll und dann ist wieder mal wenig, sondern es wird immer tiefer. Und das ist diese Empfindung, die wir in der Kunst brauchen. Das ist einfach etwas anderes als das, was heute in der Welt sehr stark propagiert wird. Diesen Spaß und diese Emotionen hoch und runter. Und das ist das, was der Mensch heute braucht, glaube ich. Diese Vertiefung in einer Sache, das ist etwas Notwendiges. Das halte ich für ganz wesentlich. Nicht jeder seiner Studenten wurde schließlich auch Organist. Kunibert Schäfer beispielsweise wurde Professor für Chorleitung in Regensburg und Markus Landerer Domkapellmeister in Wien. Doch jeder wurde in seiner Persönlichkeit angeregt und tief geprägt. Das Besondere war für mich einfach, dass ich gedacht habe, ich bin Musiker und ich spiele gut Orgel und muss gut artikulieren, muss viel üben und dann passt es schon. Und als ich dann zu ihm kam und ihm gesagt habe, ja, ich habe nichts üben können, ich habe keine Zeit gehabt. Und dann sagt er, ja, macht nichts. Das hat mich schon total irritiert, weil ich das war ich nicht gewohnt. Und er hat gesagt, na, das macht nichts, da gehen wir halt in die Glyptothek zum Kaffee trinken. Und dann bin ich mit ihm in die Glyptothek und habe da Kaffee getrunken und er hat mir dann erzählt über ganz andere Sachen. Also gar nicht wie ein Orgellehrer, dass er jetzt da die neuesten Orgelwerke oder Publikationen, sondern er hat irgendwie über Literatur geredet und so. Irgendwann merkte ich dann doch, ja, irgendwie hat nicht, scheinbar nicht alles nur mit dem Fingertastendrücken zu tun, sondern Musik kann man nur im Moment in der Situation, im Umfeld, auch die Umwelt wahrnehmend gestalten. Und ich muss auch in mich reinhören, aber ich muss auch hören, was draußen ist. Und das war für mich total irritierend, weil ich irgendwie zuerst natürlich in den ersten Monaten immer gedacht habe, was ist das für ein Unterricht, was redet der oder so. Da soll man die Fingersätze erklären. Aber mehr und mehr habe ich das dann verstanden. Mit seiner Art, alles zu hinterfragen und metaphysisch bis in die tiefsten Schichten aufzublättern, manchmal genauso inspirierend wie anstrengend. Dem aber im Unterrichten selten auch der Humor ausgegangen ist. Ich weiß nicht, das klappt einfach irgendwie. Ja. Schauen wir die Harmonie ein bisschen an. Tam, tam, tam. Also das ist intensiviert sie, gell? Mhm. Und da kommt weniger und dann wieder mehr. Genau. Ja. Dass man einfach die Dynamik versucht, so ganz eine feine Agogik, die, wenn sie es intensiviert, dann von der 1 ein bisschen
zurückhalten und wenn es weniger ist, dann wieder weniger zurückhalten. Die Ausbildung seiner Studenten führte nicht dazu, dass sie ihn als Lehrer imitierten. Vielmehr besitzt Harald Feller ein so großes Vertrauen in die bildende Kraft der Musik, dass das gemeinsame Hinblicken auf die Kunstwerke erstaunliches Entwicklungspotenzial für das ganze Leben entfachte. Später habe ich mitbekommen, wie er jede Studentin und jeden Studenten von ihm auf sehr individuelle Weise angesprochen, gefordert und gefördert hat und auch sehr auf sehr unterschiedlichen Kanälen mit ihnen gearbeitet hat. Und er hat ganz sicher nicht einfach nur unterrichtet. Er wollte Künstlerpersönlichkeiten fördern und immer aber auch Menschen weiterbilden in ihrer Persönlichkeit. Und sowas, sage ich mal jetzt als Student, unendlich wertvoll bei ihm zu lernen, sowohl als Mensch als auch als Künstler, immer wieder mal ein paar Schritte zurückzugehen und sich selbst einfach aus einer bestimmten Distanz wahrzunehmen und auch zu analysieren. Ja, und dieses sich weiterentwickeln ist auch bis heute natürlich Thema, wenn wir uns treffen, wenn wir im Austausch sind. Jetzt ist es freundschaftlich, es ist auch immer sehr humorvoll, aber es sind ganz oft auch Gespräche, die sehr in die Tiefe führen und wo es ganz oft darum geht, um die Dinge, die einen wirklich in der Tiefe beschäftigen, und ja, auch da, wo man anstößt und nicht weiterkommt. Das ist seine Leistung als Pädagoge, dass er natürlich auch mich verstehen will und sozusagen dann mit mir wirklich in Kontakt tritt und mir da hilft, mich weiterzuentwickeln. Das kann er nicht, glaube ich, wenn er von irgendwo durch steht und doziert. Und so gibt es ganz viele Musiker, die durch seine Schule gegangen sind und er hat sie nicht zu sich gezwungen. Das heißt, er hat nicht aus ihnen kleine Fellers gemacht. Das ist auch eine Qualität, dass man sagt, ich lasse dich wachsen, wie du wachsen willst. Ich verhindere nicht deinen eigenen Weg. Jetzt seine Einstellung zum Ruhestand oder zum baldigen Ruhestand, vor 2 Jahren habe ich dann schon gesagt, aber bist du nicht schon längst im Ruhestand und so nach den vielen Jahren, du bist doch schon so lange dabei. Und er sagte, ja, er weiß gar nicht. Die Leute sagen immer, da kannst du doch mal machen, was du willst. Aber ich mache schon das ganze Leben, was ich will. Das Liebste ist mir das Unterrichten. Ne? Und das muss einer mal sagen, nach 40 Jahren Unterricht. Also das finde ich selten bemerkenswert, wirklich. Also für mich selbst, weil ich lerne ja auch eine Menge, wenn einer eine Frage stellt, die ich mir noch nie gestellt habe, weil irgendwie ging das immer, er stellt mir eine Frage und dann denke ich, ah ja, das ist jetzt interessant, dass er so fragt. Und dann habe ich eine Idee und diese Idee wirkte auf mich zurück. Und dann sage ich, jetzt muss ich mir das selber ausprobieren, wie diese Idee. Und dann plötzlich entsteht irgendwas, anhand dieser Frage entsteht eine Idee, die ich vorher nicht hatte. Also sagen wir, der regt mich an, dass ich auch auf neue Ideen komme. Und das ist etwas, diese Begegnung, dieser Austausch zwischen Menschen, das sieht man an der Musik ganz stark, dass das essentiell ist, aber es wäre auch im Leben essentiell. Nicht? Dass der Mensch uns anregen sollte, nicht mit irgendwelchen Banalitäten oder mit irgendwelchen Ängsten, sondern dass er mit Gedanken oder mit irgendwas, was können wir denn machen, wie können wir uns denn entwickeln, was macht uns denn Freude? Uns macht Freude, wenn ich eine Blume erleben kann. Das macht einfach Freude, das erfüllt einen mit einem seelischen Wohlgefühl. Aber wenn ich die Blume bloß sehe und sage, Meister der Blume, und sehe, kann es gar nicht sehen, kann es gar nicht fühlen. Und ich glaube, dass diese Dinge, die müssen wir alle wieder lernen. Die haben wir alle in einem jahrzehntelangen Kapitalismus und Materialismus haben wir die verlernt. Also haben viele die verlernt. Natürlich gibt es Ausnahmen immer. Und das muss wieder ins Bewusstsein kommen, dass wir wieder diese Seelenkraft selbst erleben in uns und dann auch unsere Schöpferkraft dadurch angeregt wird. Harald Feller ist Musiker und als Musiker beständig um den bestmöglichen künstlerischen Ausdruck bemüht.
Er möchte aber auch sonst im Leben den Dingen auf den Grund gehen. Er ist durchdrungen von der Idee, dass es die Persönlichkeit des Künstlers ist, die der Musik ihren Wert verleiht und dass rückwirkend die Musik wieder die Persönlichkeit des Künstlers formt und zu größeren und höheren Idealen anregt. In der Kunst gibt es ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis ist in der Seele des Menschen beheimatet. Und er kann, dass es dem Geist entsprungen ist, kann er merken an seinen Empfindungen, an seinen tiefen Empfindungen, was die Musik mit ihm macht. Und darum halte ich die Musik für wesentlicher denn je in unserer Zeit. Weil wir gerade im Begriffe sind, diese Werte, die das Menschsein ausmachen, zu verlieren. Also das halte ich für die größte Bedrohung. Also ich halte nicht Corona für die größte Bedrohung, sondern ich halte die größte Bedrohung, dass die Werte, die das Menschsein in ihrem Sinn ausmachen, dass die verlustig gehen. Und das wäre natürlich eine Katastrophe, weil dann würden die ganzen kommerziellen und materialistischen Einflüsse so stark werden, dass sie den Menschen immer mehr in eine Apathie und in eine Sinnlosigkeit eigentlich treiben. Seine Freunde, Studenten und Kollegen bezeichnen ihn einhellig als jemanden, der die Grundfragen des Lebens erforscht und auch im Gespräch Interesse weckt, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Den Harald, den kenne ich bereits seit knappen 30 Jahren. Er besuchte bei mir Kurse für Spiritualität. Das Verhältnis, das sich entwickelte, war meines Erachtens ein nicht Lehrer-Schüler-Verhältnis, sodass ich der Lehrer bin und er der Schüler, sondern ich glaube, wir trafen uns auf dieser Ebene des Forschens. Ihn interessierte natürlich die Musik, mich interessierten die geistigen Gesetzmäßigkeiten, indem das aber wir beide durch das künstlerische Arbeiten geprägt waren und die Gesetze in der Welt, jeweils zwar auf verschiedenen Gebieten, aber doch Gesetze in der Welt erforschen, hatten wir uns natürlich sehr schnell in Gespräche gefunden und gegenseitig angeregt und ergänzt. Heinz Grill kenne ich schon jetzt wirklich sehr lang, über 30 Jahre, glaube ich, kenne ich ihn. Und er ist wirklich für mich ein Vorbild, was Entwicklung ist. Also wenn ich dem seine Schriften, wie differenziert, wie die immer differenzierte, immer weiter ausformulieren sind, das ist sehr eindrucksvoll. Aber es ist trotzdem sehr wertvoll, wenn man in Dialog treten kann mit so einer Person und wieder manche Gedanken Anregung wieder bekommt. Also ich selbst bin ja Banalmusiker. Für mich ist es schon eine große, ja größte Errungenschaft, wenn ich den Sound of Silence auf einer Flöte spielen kann. Und dabei einige Töne und einigen Rhythmus sogar noch richtig hinstilisieren kann. Während für Harald natürlich dieses Gebiet der Musik einzigartig ist. Ich möchte sagen, er ist gar nicht so sehr nur Künstler, er ist auch Wissenschaftler auf diesem Gebiet. Er bringt eine Musik, die sehr, sehr anspruchsvoll ist und die für mich auch eine Herausforderung darstellt. Ich muss mich erst einmal hineinhorchen, hineinempfinden, damit ich sie begreifen kann. Für einen Banalmusiker oder Banalmusikhörer, so muss ich sagen, Musiker bin ich ja nicht, sondern ein, der nur sehr, sehr einfache Melodien zur Kenntnis nimmt, ist das tatsächlich eine hochanspruchsvolle Tätigkeit. Harald kann sich gar keiner Banalmusik hingeben. Er sucht die hohe Wissenschaft und die Gesetzmäßigkeit, die sich sowohl in der größeren Welt, also in der kosmisch-geistigen Welt, als auch damit in der musikalischen Welt oder in der wissenschaft-künstlerischen Welt ausdrückt. Aber ich denke, Wissenschaft und Kunst müssen nicht unbedingt weit entfernt voneinander sein.
Also die Wissenschaft heute zum Beispiel, das große Problem, was ich in der Wissenschaft finde, dass der Forscher, also nicht in jeder Wissenschaft, in der Physik glaube ich, ist es nicht so stark, in der Mathematik auch nicht so stark, aber dass der Forscher im Grunde sagt, ich forsche den Gegenstand, lasse mich aber mit meiner Problematik und mit meiner und auch mit meinem Geprägtsein, lasse vollkommen draußen. Und ich glaube, da fehlt was. Da versteigt man sich dann in einen Intellektualismus, der unter Umständen vom Menschen losgelöst ist, der in sich zwar logisch ist, aber der trotzdem nicht stimmt. Also zum Beispiel der Goethe war ja ein Wissenschaftler. Und alle Künstler, die ich kenne, die sagen, dem seine Naturerkenntnis oder wissenschaftliche Erkenntnisse sind wahr. Unsere messende Wissenschaft sagt, das ist nicht wahr. Weil aber Goethe, der nimmt sich selbst mit hinein. Und so und der Künstler, wenn er spielt, der muss immer sich selbst mit der ganzen Person hineinnehmen. Der kann nicht einfach sagen, ich spiele, da ist meine Person und da spiele ich. Das geht in der Medizin. Es kann einer zum Beispiel Medizin studieren, kann die ganzen Zusammenhänge lernen und bedient dann nach diesem Gelernten mit Medikamenten seine Patienten. Wenn er jetzt keine Beziehung aufbaut zu den Patienten und wenn er dann wird das immer distanziert werden, dann wird von ihm auch keine Heilkraft ausgeben. Aber wenn er sich interessiert für den Patienten, was hat denn der, wie lebt denn der, das könnte das sein, und dann nimmt er mit nach Hause und dann denkt er darüber nach und so. Und plötzlich kommt ihm eine Idee, und das ist schöpferisch, plötzlich kommt eine Idee, was der jetzt braucht. Er gibt ihm vielleicht auch ein Medikament, aber er spricht mit ihm, hast du dir schon mal überlegt, dich dahingehend zu verändern, oder er gibt ihm Anregungen, weil Krankheit ist ja auch immer mit Sinn, ist ja immer mit, eine Krankheit kommt nicht zufällig und muss dann weg, sondern man muss sich damit auseinandersetzen, und der Arzt muss ja, und wenn er sich damit auseinandersetzt, ist er ein schöpferischer Arzt, dann ist er ein Heilkünstler. Ja, aus meiner geistigen Sicht kann ich da diese Wahrnehmung zu Harald natürlich sehr deutlich darlegen, denn neben dem Forschen über Gesetzmäßigkeiten, Möglichkeiten, Darstellungsinhalte, die zum Ausdruck kommen sollen, verbindet uns auch etwas, das man vielleicht im weitesten Sinne, ohne an eine Religion jetzt zu denken, aber im weitesten Sinne als ein christlich-geistiges inneres Verständnis bezeichnen kann. Für Harald, der ein sehr bescheidener Mensch ist, der eigentlich nicht groß sich an der Öffentlichkeit rühmt, der auch nicht unbedingt eine Person ist, die sehr leicht in Beziehung findet zu anderen, ist für mich aber doch etwas sichtbar, das man vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht. Es ist eine christlich-geistige Nächstenliebe. Und diese wird mit Sicherheit neben dem musikalischen Werk auch bleiben. Also das Komponieren ist so, ich habe mich halt durch die Beschäftigung mit Steiner und auch mit den Schriften von Heinz Grill, habe ich mich halt bestimmten Texten auch auseinandergesetzt. Also zum Beispiel dieser Seelenkalender. Und dann ist mir eben die Idee gekommen, das müsste man vertonen können. Und dann habe ich ein ganzes Jahr, habe jeden Tag, also der Seelenkalender, der ist ja ein Spruch für jede Woche. Und ich habe dann immer 3 Tage mich mit dem Text beschäftigt. Also wie ist der Rhythmus des Textes? Wie ist das, was sind da für Bilder? Und habe das auch in die meditative Betrachtung geführt. Und dann 3 oder 4 Tage das Lied vertont. Das war ein ganzes Jahr, aber richtig, das war in sich selbst eine Übung, diese Vertonung. Aus der Zeit gefallen, das ist das Erste, was einem bei diesem Eingangsstück mit dem Titel Osterstimmung in den Sinn kommt. Wenn aus den Welten weiten die Sonne spricht zum Menschensinn und Freude aus den Seelentiefen im Licht sich eint ins Schauen, da
Und nicht nur der Kompositionsstil ist es. Auch Steiners Texte, verfasst vor ziemlich genau 100 Jahren, wehen da wie aus längst versunkenen Zeiten herüber. Gleichzeitig packt einen der sonore Rausch dieser Klänge, ihr wunderbar organisch vorwärts treibender Gestus. Formal wild ins Kraut schießend, weil Steiners Texte nicht leicht in Strophen zu fassen sind, sich akademischer Regelhaftigkeit genauso widersetzen wie etwa die anthroposophische Architektur. Und dann erst der Bariton des jungen Münchner Sängers Andreas Burkhardt, groß geworden in den Reihen des Tölzer Knabenchors und inzwischen auf bestem Wege, ein brillanter Liedinterpret zu werden. Zum Weltenall sich selbst vergessen und seines Urstands eingedenk. Manche von Harald Fellers Seelenliedern beginnen fast wie eine Popballade, um aber kurz darauf mit überraschenden harmonischen Wendungen aufzuwarten. Andere wieder verbrüdern sich kongenial mit Steiners esoterischer Schwerelosigkeit, wie zum Beispiel dieses dritte Gedicht »Ich fühle Wesen meines Wesens«. In Markus Bellheim hat Andreas Burkhardt einen Klavierbegleiter gefunden, der sich äußerst sensibel nicht nur in Steiners gedankliche Spaziergänge hineinfindet, sondern zugleich das gänzlich unaufdringliche Fundament für die Stimme liefert und versiert um so manche modulatorische Klippe hilft. Der Welten Schönheitsglanz, er zwinget mich aus Seelentiefen. Er zwinget mich aus Seelentiefen des Eigenlebens Götterkräfte. So blutleer auch vielleicht die äußere Aufmachung dieser CD daherkommt. Harald Feller ist mit diesem immerwährenden Seelenkalender nach Texten von Rudolf Steiner ein Liedzyklus gelungen, der unbedingt aufhorchen lässt und dessen Stilistik am Ende ähnlich zeitlos wirkt wie Steiners anthroposophische Poesie. Und Weltenwärme Der Heinz hatte Geburtstag und ich war zufällig in Italien und dann habe ich gesagt, magst du nicht mitkommen, der Heinz hat Geburtstag, wir machen da eine kleine Fahrt. Sag ich, ja, fahre ich mit und dann bin ich dahin und dann haben sie gesagt, kannst du nicht ein Ständchen spielen für den Heinz? Dann sage ich, ja, was, ja, Freude schöner Götterfunk, das mag er. Und dann habe ich so ein paar Variationen, Freude schöner Götterfunk, das war jetzt natürlich ganz unvorbereitet, ich war jetzt nicht sehr zufrieden. Und da kam mir dann die Idee, das könnte man doch vertonen. Und dann habe ich das, und dann habe ich eine Variationen über dieses Thema komponiert. Meine Idee war schon, es muss möglichst kunstvoll sein, muss aber auch verständlich sein. Also es kann jetzt nicht ein ganz modernes Stück sein, sondern es muss einem Laien, irgendwie einem Musiklaien verständlich sein und gleichzeitig aber muss es doch anspruchsvoll sein. Und das ist schon eine Herausforderung. Es ist dann ein relativ anspruchsvolles Stück geworden, aber was trotzdem, glaube ich, ganz gut zu hören ist, auch für einen Laien. Thank you.
wie meine eigene seelische Entwicklung, und davon hängt natürlich auch das Komponieren ab, inwieweit die befruchtet wurde durch die Auseinandersetzung und durch die Begegnung, das kann man schwer sagen, weil man ja nicht weiß, wie es gewesen wäre, wenn man es nicht gehabt hätte. Aber ich habe doch das Gefühl, dass es eine große Rolle für meine Sicht der Dinge heute spielt, wie ich meinen Entwicklungsweg sehen kann, wie ich Entwicklungswege von Schülern oder von anderen Menschen sehen kann und wie ich auch sage, was ist notwendig von meiner Seite zu tun. Also, dass man es nicht bloß genügt, dass man sagt, ja, ich habe jetzt eine Erkenntnis, dann bin ich weiser, sondern dass man auch sagt, ja, diese Erkenntnis, die verpflichtet mich jetzt zu was. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, in Konsummanier, ich mache jetzt die nächste Erkenntnis, dass man sozusagen eine Erkenntnis nach der anderen anhäuft, sondern dass man sagt, ja, aus der Erkenntnis entspringt eine Konsequenz. Und das ist etwas sehr Prägendes, was ich sehr deutlich von Heinz Grill gelernt habe, dass man in dieser Konsequenz steht und dass man, wenn man diese Konsequenz vernachlässigt, dass durchaus Schaden entstehen kann. Also, und zwar Schaden auch bei anderen. Und das war etwas Neues für mich. Also so, das habe ich nur nicht so sehen können, dass das sind nicht kausale Zusammenhänge, die nicht leicht zu verstehen sind, aber die ich mittlerweile doch an einigen Stellen beobachten kann, dass es stattfindet so. Seelische Qualität ist sicherlich bei Harald ein großes Maß an Freiheit gegenüber seinen Schülern und seinen Studenten, muss man sagen, nicht Schülern, und allgemein eine große, möchte ich sagen, Vision für allgemein eine kulturelle Dimension der ganzen Welt. Dieses große Maß an Freiheit, das Harald seinen Studenten zugesteht, ist auf sehr schöne Weise verbunden mit einem tiefen inneren Fühlen für die musikalischen Weltengesetze. Beide ergänzen sich scheinbar, sie schließen nicht einander aus. Er ist nicht der Pedant, der den anderen etwas aufzwingt, sondern aufgrund seiner großzügigen inneren Wahrnehmung kann er dem Menschen einen weiten Raum eröffnen.